Wenn ihr überlegt, mit eurem Startup in den USA zu gehen, dann wollt ihr vielleicht ins Valley, aber denkt nochmal nach, vielleicht geht ihr auch lieber nach New York. Darüber sprechen wir jetzt. Wo sollte man am besten hingehen, wenn es in die USA geht? Valley, New York. Die Antwort gibt's gleich in diesem Video. Herzlich willkommen bei Venture TV. Heute bei mir zu Gast Nicolas und Michael von StageLink. Ihr beiden wart in Amerika und zwar in New York. Die ganzen Startups treibt gefühlt immer in Silicon Valley. Ihr seid bewusst nach New York gegangen. Warum? Das würde ich gerne von euch wissen. Zuallererst klären wir aber einfach mal die Frage, was macht StageLink überhaupt? Was ist euer Job? StageLink ist eine Crowdsourcing-Plattform für Live-Veranstaltungen für Künstler aller Art. Das heißt, bei uns stimmen die Fans eines Künstlers darüber ab, wo sie ihn live sehen wollen. Der Künstler kann dann rausfinden, wo sind eigentlich die meisten Fans, seine Tour entsprechend planen und auch direkt an die Fans Tickets und mehr verkaufen. Ja, Michael, jetzt genau die Frage. New York, warum eigentlich? Ja, die Entertainment-Industrie ist halt in New York deutlich stärker ausgeprägt als in San Francisco, wo ja der andere Standfuß von dem German Accelerator ist. Deswegen war für uns die Entscheidung ganz klar New York. Ja, alles klar. Was habt ihr denn erlebt? Also ihr seid das dritte Startup, was wir jetzt hier interviewen, sind ja unterwegs hier bei Celebrating Innovation vom German Accelerator und fragen einfach mal so, Amerika, lohnt sich das überhaupt und was erlebt man da überhaupt? Was war es denn bei euch? Was war das Spannendste, was euch passiert ist? Das Spannendste, was uns passiert ist, war sicherlich selber auf Live-Konzerte in New York zu gehen, da mit Künstlermanagern Backstage zu sprechen, denen zu erzählen, was wir machen. Und das war nicht nur Vergnügen, sondern das war tatsächlich auch businessfördernd? War businessfördernd, ja klar, bei einem Bier dann mal über die Idee von StageLink zu sprechen und das ganze Konzept dann mal präsentieren, war sicherlich so das Aufregendste. Und die Entertainment-Industrie in New York ist einfach sehr ausgeprägt, dass man da viel, viel Sparring auch kriegt von Leuten, die das da drüben machen. Da ist das Ganze dann nochmal ein bisschen größer und weiterentwickelt als hier auch in Deutschland. Und generell lohnt sich Amerika immer, New York speziell. Ich glaube, das kommt halt von Startup zu Startup drauf an, was man macht, wo so der Schwerpunkt ist. Aber für uns war New York eine super Erfahrung. Einfach weil es eine coole Stadt ist, in der man gerne mal lebt, oder weil es businessmäßig einen nach vorne bringt? Ja, beides würde ich sagen. Das ist natürlich eine wahnsinnig coole Stadt. Ich habe in New York studiert, also kenne ich das schon ein bisschen besser. Aber wie du gesagt hast, ist alles nochmal in den USA allgemein ein bisschen größer. Es sind natürlich viel mehr Menschen als in Deutschland. Aber es läuft auch ein bisschen anders im Business. Und das war für uns auch eine der wichtigen Erkenntnisse, rauszufinden, wen müssen wir da eigentlich kontaktieren und dann auf die richtigen Leute schnell zuzugehen, um unser Business dann auch in die USA zu bringen und Künstler, Manager, Agenturen von dort für uns zu gewinnen. Jetzt wird ja nicht jeder angenommen beim German Accelerator. Man muss sich ja bewerben und dann durchläuft man einen Auswahlprozess und wenn man Glück hat, darf man am Ende rübergehen. Für die, die gerne rüber wollen und die sich überlegen, wie machen wir das am besten, wie stellen wir das jetzt am schlauesten an? Was habt ihr für Tipps, um möglichst dabei zu sein und nicht rauszufliegen im Auswahlprozess? Also, ja, ich glaube, das Wichtigste ist herauszustellen, warum es der German Accelerator sein sollte. Das heißt, warum das Business, was bislang in Deutschland gut funktioniert, jetzt auch genau den richtigen Zeitpunkt und mit den USA den richtigen Ort gewählt hat, um zu expandieren. Und das ist die zentrale Frage, die man beantworten muss, neben allen anderen, die jeder VC einen auch fragen wollte, was ist mit Traction, was ist mit Team, was ist überhaupt der Markt und so weiter. Was kostet die ganze Schmose? Die ganze Chose kommt da natürlich darauf an, wie günstig man die Flüge bucht, wie günstig man wohnt. Aber insgesamt ist, denke ich, überschaubar, wenn man für 3 Monate da ist, kann man, glaube ich, pro Teammitglied, was da hinfliegt, mit 2.500 Euro, sage ich mal, so plus minus hinkommen. New York und San Francisco sind natürlich teurer als Berlin jetzt. Und vom German Accelerator gibt es ja jetzt auch nicht Geld, sondern in erster Linie Mentoring. Aber Netzwerk. Immerhin ist es umsonst, ne? Immerhin ist es umsonst. Klar, man hat ein Büro umsonst, man kann auch umsonst arbeiten. Also insgesamt überschaubar, denke ich mal, für eine 3-monatige Businessreise in die Staaten. Ja. Ja. Würde ich sagen, hat sich das gelohnt? Würde ich es nochmal machen? Was ist so euer Fazit? Absolut, also hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Wichtig ist, das gut zu planen, was wir zum Glück gemacht haben. Also viele Termine ruhig auch vorher schon machen. Natürlich auch zu fordern, sondern es sind wirklich richtig gute Mentoren mit dem Accelerator da drin. Trotzdem muss man die so ein bisschen kitzeln, damit sie dann auch mit den entsprechenden Ideen und den Kontakten um die Ecke kommen. Aber dann lohnt es sich definitiv. Michael, was gibt es sonst noch für Tipps, die deutsche Startups, die gerade da ihren Aufenthalt in Amerika planen, was könnt ihr denen mitgeben als alte Hasen jetzt? Ja, alter Hasen würde ich noch nicht sagen, aber ich glaube, einfach generell auf Leute zugehen, so dieser Networking-Speed in Amerika ist deutlich schneller als hier in Deutschland.
Man kommt viel schneller mit Leuten in Kontakt. Das Feedback ist sehr viel direkter, dass man sich schneller Ideen und ehrlich die Meinung spiegelt, dass man dafür offen ist, dass man da auch so diese Bereitschaft mitbringt, wenn man rübergeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um da viel rauszubekommen. Okay. Ja, klingt spannend. Und New York oder San Francisco, vielleicht habt ihr es jetzt ein bisschen klarer für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne.